So, wir sind heute Nachmittag im Boutique Hostal Salinas mit Mladen Solomon. Grüß dich. Grüß Gott, grüß dich. Einstiegsfrage, traditionellerweise, wann warst du das erste Mal auf Ibiza? Ich wusste, dass du mir die Frage stellst. Darauf bin ich nicht vorbereitet. Das war 2011. Da war ich zum ersten Mal auf Ibiza. Das war auch gleichzeitig mein Gig. Ich wurde halt gebucht für eine Cluberöffnung im Corso Hotel, im Corso Club. Ja, das war schon eine spannende Erfahrung für mich, weil ich vorher keine Berührungspunkte hatte mit Ibiza. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Man kann es nur vom Hören sagen. Da habe ich danach noch mal zwei Tage später irgendwie Ushuaia da gespielt, das alte Ushuaia so da am Strand. Und das waren so meine ersten Eindrücke von Ibiza und dachte so, Mann, das ist ja ganz schön toll hier. Irgendwie. War wirklich ganz, ganz, ganz tolles Spirit dann. Dann im Jahr darauf, 2012, ist es so richtig losgegangen mit Ibiza. Du hattest da deine erste Residency auf der Insel. Im damaligen Sankeys mit Dynamic Neon Nights. Genau. Ja, 2012 war tatsächlich unser großes Einstiegsjahr. Also meine Idee oder beziehungsweise mein Anspruch war immer, wenn ich auf die Insel komme, dann möchte ich ganz gerne eine eigenes Label-Showcase machen mit meinem Label. So, wir sind halt damals und wie heute sehr familiär irgendwie. Wir hatten unser Stamm an Künstlern. Wir haben uns gegenseitig geholfen und supportet. Das war die Philosophie hinter unserem Label. Hatten tatsächlich da in dem Zuge mit Sankeys den perfekten Partner gefunden, weil Sankeys hatte glaube ich gerade erst 2011 und so richtig die Eröffnung war dann eigentlich 2012. So, das heißt, wir konnten von null auf mit einem Partner anfangen, der ganz neu war, ganz frisch war, genauso wie wir. So, eigentlich einfach ins kalte Wasser springen. So. Und die Idee fanden wir natürlich alle sehr spannend, haben dann quasi das erste Jahr mit Dynamic Neon Nights im Sankeys bestritten. Gut, im 2012, das war so dein, kann man sagen, dein Einstiegsjahr komplett hier auf der Insel. Und wenn wir jetzt so ein bisschen fast forward machen zu 2019, du hast jetzt 6 oder 7 Saisons im Pascha auf deinem Buckel schon. Ja. Würdest du jetzt eben rückblickend sagen, dieses erste Jahr hier auf Ibiza war für dich, für deine Karriere mitentscheidend? Auf jeden Fall. Ich habe es auch nicht für möglich erhalten, weil, wie gesagt, ich hatte keine Berührungspunkte irgendwie mit Ibiza. Es gab schon so aus meinem Umfeld Leute, die gesagt haben, ey, du musst da unbedingt hin, verbring einen Sommer dort, spiel Afterpartys, sneak dich irgendwo rein, häng da ab, lern Leute kennen. Und ich so, nee, also warum? So, das war für mich viel zu weit weg irgendwie. Und ich sah auch nicht den Bedarf jetzt für mich persönlich, auch nicht in meinem Umfeld. So. Und plötzlich war dann trotzdem alles anders. Und dann plötzlich hatten wir tatsächlich mit dem ersten Jahr Sankeys auch, man muss aber auch sagen, dass auch wir auch Glück hatten. Es war schon so dieses, man sprach ja vom The Year of the Change. So. Wir waren ja nicht die Einzigen, die ihre eigene Nacht gestartet haben, neu. Soweit ich mich erinnere, hat, glaube ich, Richie Hort mit Enter hat sein erstes Jahr gehabt, korrekt. 2012. Korrekt. Carola hat es gestartet mit seiner Party Music On, Jimmy Jones mit Paradise, schon eine ganze Armee von neuen Partys irgendwie, die natürlich auch nochmal eine ganz neue Brandbreite an Musik gebracht haben, eine Reichweite, die es vorher da nicht gab. Ne? Jetzt rückblickend kann man schon sagen, ey, wow, also ich hätte nicht gedacht, also wirklich, ich werde jetzt natürlich sehr viel mit Ibiza verbunden nach 7 Jahren, wie natürlich alle anderen Künstler auch, die schon ein paar Jahre hier sind. Und man darf halt nicht vergessen, ne? Das ist halt immer noch eine wunderbare, tolle Insel mit sehr viel Energie, die uns, glaube ich, wirklich uns alle, wir eine gute Zeit haben mit all diesen musikinteressierten Menschen, die von aller Welt hierher kommen. Ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Du wirst jeden Winter von allen Clubs hier umgarnt. Du kriegst Offerten von praktisch allen. Solomon, komm und spiel doch bei uns. Und du spielst auch jeweils ein paar Gigs in anderen Läden, aber trotzdem hältst du eigentlich jetzt seit dem 6 oder 7 Jahren dem Pascha die Treue. Genau. Was sind hier die Hauptgründe dafür? Wir versuchen immer fair zu bleiben. Das ist für uns immer halt wichtig gewesen. Also, und wir haben tatsächlich immer von Jahr zu Jahr Verträge halt verhandelt. So, ne? Kann ja sein, dass die uns irgendwann nicht mehr mögen oder ich mich nicht mehr wohlfühle oder ich mal vielleicht doch eine Auszeit nehmen möchte oder mein Sound nicht mehr passt oder es gibt viele Gründe, was passieren kann. So. Aber was natürlich auch ungewohnt war dann auch für Pascha, dass sie sich auf so einen Vertrag eingelassen haben. Das war auch schon mal
für uns dann auch ein großes Zeichen von, okay, irgendwo hofft sich jeder langfristig mit jetzt zu arbeiten, aber das war nochmal eine ganz neue Basis an Deals, die sie halt nicht auch kannten. Ne? So. Und wir haben natürlich dann, wie gesagt, von Jahr zu Jahr haben wir quasi uns dieses Vertrauen natürlich dann auch mit dem Club auch aufgebaut. So. Und natürlich hatte ich jedes Jahr dann auch Anfragen von vielen anderen Clubs. Aber wir reden ja über Vertrauen und Vertrauen kannst du ja nur Menschen geben. So, das ist ja wichtig. Die Club ist Club, aber du sprichst ja und verhandelst, hast eine Entwicklung mit Menschen. So. Und ein Mensch, der uns tatsächlich über die Jahre begleitet hat, jetzt über 7 Jahre, und der uns nicht nur ans menschlich und freundschaftlich ans Herz gewachsen ist, natürlich Jessica. Nochmal hier liebe Grüße an Jessica. So. Es war immer ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für uns jetzt über die Jahre bis heute. So. Treue, das ist eine Sache, die baut man über die Jahre auf. In Pascha ist jetzt 2019 das Umfeld ein bisschen anders geworden. Wie stehst du zur Tatsache, dass du jetzt da innerhalb 4 Nächten eigentlich 3 der größten Underground-Namen hast? Also, neben dir sind jetzt neu der Dixon und Marco Carola auch im Pascha. Wie siehst du das? Pascha jetzt natürlich auch nochmal neuer Besitzer. Nick und Louis nochmal wirklich 2 sehr, sehr kompetente Leute ins Boot geholt. Hat natürlich gleich gesehen, dass da weht nochmal ganz, ganz andere Puste in der Wind. Irgendwie so eine super Basis, um darauf jetzt nochmal die nächsten Jahre aufzubauen. Aber klar, jetzt natürlich, wie ich dazu stehe. Ich meine, ich habe immer jeden offenherzig begrüßt, der ins Pascha kommt. So, ich meine, teil gerne, nicht nur beim Essen. Ne? So, es ist schön. So, und vor allem irgendwie ein größeres Kompliment kann ich doch nicht kriegen oder bestätigt bekommen, wenn andere renommierte Künstler, so wie jetzt damals hat was für Plex hat es probiert, hat leider nicht funktioniert, bin ich auch tierisch gefreut. Das sind alles ja natürlich Kollegen, so, die auch ins Pascha gekommen sind. Das war dann für mich die größte Bestätigung, dass ja das, was ich jetzt die letzten Jahre im Pascha geleistet habe, dann ja gar nicht so schlecht war, nicht so verkehrt war. Ne? Also ich meine, ich musste am Anfang schon sehr viel Kritik einstecken. Es war nicht einfach für mich irgendwie die ersten 1-2 Jahre. Also ich habe wirklich auch drunter leiden müssen, auch nach außen hin ein bisschen an Kredibilität irgendwie so. Warum macht er, geht er ins Pascha? Warum tut er sich das überhaupt an? Wie gesagt, ich habe mir in der Zeit auch die Insel angeguckt und die Insel ist tickt einfach ein bisschen anders. VIP ist immer ein Thema gewesen. Und klar ist natürlich, Pascha hat das sehr professionell ausgebaut und hat wahrscheinlich die größte VIP plus minus null als jetzt Hai oder Amnesia oder wie auch immer. Aber es war immer Teil der Ibiza-Kultur. Also, aber Fokus war ja für mich auch immer die Tanzfläche. Wir haben damals die Herausforderung angenommen, so, weil ich hatte ja schon mal Erfahrungen gemacht mit Defected. So. Ich wusste, okay, es ist ein Risiko, aber ich wusste, ich bin davon überzeugt, ich kann da was verändern. So. Ich kann mit meiner Vision, mit meiner Power, kann ich den Raum so umgestalten, dass wir alle eine gute Zeit haben. Ja, und in dem Fall war die Herausforderung auch, dass ich in dem Fall Pascha so umzugestalten, dass ich mich wohlfühle, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Und wir haben es ja auch wirklich geschafft, architekturtechnisch den Club so umzubauen, dass wir alle dort eine gute Zeit haben. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Solomon Plus One. Du hast jedes Jahr so ein bisschen Künstler, die zurückkommen, so wie eben der Christian von Arm oder auch der Dixon. Und dann hast du aber auch jedes Jahr ein paar neue Künstler. Hm. Wie läuft da so der Auswahlprozess? Ich bin natürlich durch dieses Plus Eins Konzept limitiert. Klar habe ich natürlich nur einen Gast, mit dem ich dann musikalisch schon abends bestreite, auf den ich auch verlassen muss. Über die Jahre hat sich natürlich auch so eine gewisse Sicherheit aufgebaut, dass ich mich dann auch getraut habe, mit anderen Künstlern zu spielen, so, die ich aber jetzt nur musikalisch toll fand, aber wo man jetzt nicht so eine Connection hatte, weil es noch nie dazu gekommen ist, dass man sich irgendwo trifft oder mal Backstage irgendwo auf dem Festival trifft und sich unterhält oder mal essen geht oder wie auch immer, vielleicht mal durch E-Mail austauscht, dass man sich musikalisch die Musik hinterher schickt. So. Natürlich gehe ich auch mit offenen Augen durchs Leben. Ich gucke natürlich auch, ist auch wichtig, was andere Leute machen. Was ist gerade
wo ist gerade ein Hype, irgendwie wäre es gerade interessant, wer wird gerade empfohlen. Es gibt halt viele, viele Gründe, warum man dann einen Künstler bucht. Wir hatten tatsächlich auch Dennis Solde letztes Jahr mal angefragt und dann hat er uns erstmal abgesagt, dachte so, okay, so, schade, so. Und dann hat er dieses Jahr zugesagt und dann kam es am Nachhinein halt raus, spricht wieder für ihn. Er hat sich letztes Jahr nicht bereit gefühlt, schon auf so einer Ebene zu spielen. Ne? So. Und Dennis Holter, muss ich sagen, ich habe jetzt seitdem wirklich sehr viel Werbung für ihn gemacht. Es war einer der wirklich herzlichsten, tollsten, authentischen Künstler, die ich je getroffen habe. Wirklich Vollblut-Künstler, DJ, der sich total verausgabt, der total aufgeregt ist und einen einfach mal abliefert. Der ganze Laden hat ihn geliebt. So. Er hat wirklich es mir sehr schwer gemacht, danach aufzulegen. Das war wirklich eine große Herausforderung. So. Und, oder auch Tiana T. Ne, war auch, Tiana T kannte ich auch seit Jahren, aber auch nur, weil sie für Exit Festival als Journalistin hat sie halt gearbeitet, in dem Bereich sehr viel gemacht und hat jetzt dann auch ihren Weg gefunden, mir aufzulegen und habe sie immer respektiert. So, und jetzt haben sie dieses Jahr auch eingeladen, was auch ganz toll geklappt hat. Ja, anscheinend so gut geklappt hat, dass jetzt Tiana T, Dennis Solter und ich zusammen im September alle zusammen in der Panorama spielen, die ganze Nacht. Also so hat sich das, hat sich auch die Runde dann auch gemacht. Ne? Lass uns ein bisschen übers Produzieren und übers DJing allgemein reden. Du hast kürzlich ein neues Album so ein bisschen angeteased. Wie viel kannst du uns darüber schon sagen? Oh ja, da habe ich mir eigenes Ei gelegt. Also das Album ist geplant für nächstes Jahr, April, Mai. Also ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Das Grundgerüst steht soweit. So die 4, 5 fertigen Tracks fürs Album, die keine Feature halt haben, die stehen soweit. Und ich warte jetzt tatsächlich nur noch auf ein paar Feature. Das ist halt immer das Problem, wenn auch andere Künstler die Bock haben, aber selber touren oder nicht die Zeit für im Studio irgendwie, da muss man da einfach ein bisschen warten, bis das Material kommt, um dann die Sachen fertig zu machen. Aber damit werde ich tatsächlich jetzt die letzten 2 Jahre da so ein bisschen darauf vorbereitet. Habe für mich irgendwie ein gutes eigenes Konzept entwickelt, dass ich einfach nur Skizzen, Ideen gesammelt habe in den letzten 2 Jahren. Wenn ich so ein bisschen zurückschaue und vergleiche, wie ich dich heute spielen höre und das vergleiche mit deiner Zeit im Sankeys beispielsweise, du spielst doch heute insgesamt doch einen Ticken härter. So empfinde ich das zumindest. Mhm. Wie ist das gekommen? Hat sich dein Geschmack einfach verändert oder wie siehst du das? Das Leben ist einfach härter geworden. Stillstand, es kommt für mich aber nicht in Frage. Es ist halt für mich, es ist eine Entwicklung, die ich fühle. So. Und wir haben alle mit der gleichen Musik halt angefangen. Und ich glaube auch schon damals waren wir auch mit unserem Label ein bisschen melodischer als alle anderen. So. In der Ära, wo Minimal sehr stark war, haben wir uns eher so für melodische Sachen, um mehr Emotionen und Gefühle reinzubringen. Irgendwie so. Ja, und das war dann einfach eine Entwicklung. Und Sankeys war tatsächlich auch eine Zeit, muss man sagen, es war so eine Peak-Time-Zeit des Bassline-Sounds. Das war, wurde Fokus auf Bassline war irgendwie und alles so ein bisschen langsamer. Das fanden wir in diesen 1-2 Jahren sehr spannend. Aber es war, wie gesagt, im Endeffekt war es eine Phase. Den Weg, den ich jetzt heute hingelegt habe. Ich bin schon in den letzten paar Jahre, jetzt 3-4 Jahre, 5 Jahre echt angekommen mit meinem Sound auch, wo ich mich wirklich wohlfühle und auch dieses Spektrum bediene von, nennen wir es mal Oberbegriff, House und Techno mit all seinen verschiedenen Facetten. Ne, so. Und das Leben ist ja auch facettenreich. Das Leben ist ja nicht nur jeden Tag Pasta essen, sondern du, das Leben hat ja auch sehr viele verschiedene Ebenen zu bieten. Und das versuche ich auch dann irgendwo in meiner Musik zu transportieren, irgendwie dieses Gefühl zu transportieren. Diese Reise kann etwas härter sein, die kann melodrolischer sein, irgendwie elektronischer oder auch elektrolastiger sein, so irgendwie, oder ein bisschen 80s-lastiger. Das ist, ich habe das Glück, dass die Menschen mir irgendwo vertrauen und sich auf mich einlassen. Und das ist für mich eigentlich das größte Geschenk, dass ich dann das als Grundbasis nehmen darf und mein Bestes gebe, um mit allen eine gute Zeit zu haben. So. Wenn man einen Solomon als Produzent nimmt, wenn du jetzt eine Anfrage kriegst, um einen Remix zu machen, was ist für dich da matchentscheidend? Ob du sagst, ja, das mache ich jetzt oder nö? Ja, also in erster Linie ist man immer geschmeichelt, wenn man eine Anfrage kriegt. Bevor ich überhaupt entscheide, ob ich einen Remix mache, stelle ich mir erstmal die Frage, ob ich überhaupt einen Beitrag leisten kann. So,
Es gibt auch Tracks einfach, die sind schon so gut im Original und perfekt, wo ich einfach sagen muss, okay, was soll ich hier dazu noch machen? Dann sage ich halt auch ab, egal wie groß oder toll oder bekannt der Name halt ist. So. Bei Solomon Plus One hast du ja eigentlich das Konzept, dass ihr nur zu zweit seid und praktisch immer, ich glaube, gibt es ganz selten eine Ausnahme, hört ihr dann mit einem Back-to-Back auf. Ja. Ich nehme an, du magst alle deine Artisten, die bei dir spielen. Ich denke aber, es gibt wahrscheinlich dennoch Favoriten. Mit wem spielst du am liebsten Back-to-Back? Ja, also Christian ist von Armee schon einer meiner Lieblings Back-to-Back-Partner. Ich meine, wir kennen uns auch seit 15 Jahren. Ich war einer der ersten Künstler, den ich auf meiner Party in Hamburg eingeladen habe. Da hat er noch bei mir damals auf der Couch gepennt. Da gab es kein Budget fürs Hotel. So. Wir reden später noch kurz über deinen Tourplan. Tatsache ist, du bist sehr viel unterwegs im Sommer. Wie bist du organisiert, damit du aber trotzdem auch während des Sommers noch dazu kommst, neue Musik zu sichten und Probe zu hören und das auszuchecken? Ich meine, wie kriegst du das und alles unter einen Deckel? Ja, ich hatte irgendwie letztens so was gehört, wo jemand meinte, ist ja mein Beruf. Ne? Aber in erster Linie ist es ja meine Leidenschaft. Das ist ja, ich liebe das ja. Ich bin ja wirklich sehr dankbar, dass ich so viele Demos kriege, dass so viele Künstler, Nachwuchskünstler uns das Vertrauen schenken, auf unserem Label releasen zu wollen. So, ich kann natürlich nicht immer alle beantworten. Ich habe auch einen Assistent, der sich auch dann darum kümmert, auch wenn es halt manchmal nicht klappt, aber dass ich dann Track spiele, ist dann schon mal auch hoffentlich auch irgendwo Ehre und Respekt genug dafür, für den Künstler irgendwie auch jemanden zu motivieren, weiterzumachen. Von daher ist es das größte Geschenk überhaupt, dass ich wirklich immer frisches Zeug halt habe. Ne? So, für mich ist wichtig, dass ich einen guten Abend halt habe, aber es ist natürlich auch wirklich toll und auch für uns Künstler, die auf dem Level spielen, auch ein tolles Markenzeichen, dass man natürlich auch wirklich Sachen spielt, die man jetzt einfach, was mir dann auch leid tut, nicht irgendwo kaufen kann oder hören kann, die du jetzt nur bei unserem Set hörst, was dann wiederum den Abend so besonders macht. Ne? So, und auch die Vorfreude darauf, wenn es dann endlich mal irgendwo released wird. So. Von daher nehme ich mir immer die Zeit, einmal die Woche, zweimal die Woche Musik zu hören. Und natürlich irgendwie Flieger ist immer noch ein beliebter Ort. Ne? Die Zeit zu nutzen, auch nochmal, wenn jetzt die Woche zu stressig war, dass man im Flieger nochmal irgendwie Musik hört. So. Also ich will immer jede Woche ein paar neue, frische Sachen halt haben. Ja. Wie siehst du die Entwicklung, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die sich plötzlich so für unsere Industrie interessieren? Also du siehst Marken, die jetzt plötzlich in die House- und Techno-Szene reinkommen. Und da gibt es auch immer wie mehr Durchlässigkeiten. Hm. In deinem Fall? Ich glaube, die einzige Zusammenarbeit, die ich bisher gesehen habe, die ist mit den Rockstar Games. Genau. Wie siehst du das? Und weswegen, ich bin ja sicher, du hast auch mehr Anfragen gekriegt. Ja, also in dem Fall, wir können ja mal bei Rockstar anfangen erstmal. Das kam auch wirklich out of the blue. Wir waren tatsächlich in L.A., ich habe da gespielt und wir haben da ein paar Tage rangehängt. Und dann kam halt eine Nachricht vom Rockstar-Team, ob sie nicht mit uns mal treffen könnten. Einfach nur auf ein Pläuschen, auf ein Tee. So. Wir wussten nicht, was uns erwartet. Irgendwie haben wir uns halt mit denen getroffen. Und das war halt das musikalische Team, die war da und die rechte Hand von Sam Hauser, so einer der zwei Brüder, Besitzer von Rockstar. Und die einzige Message war, Sam Hauser ist ein Fan von dir, der mag deine Musik. Wenn ihr irgendwas braucht, dann sollen wir halt Bescheid sagen. Ich so, okay, wow, ist ja toll. Aber uns geht's gut soweit. Wir können unseren Kaffee selber bezahlen, aber ist auch toll. Ne? Und dann war mal so ein Thema, ob man nicht irgendwie musikalisch was Label macht. Und meinte, ja. Und tatsächlich haben wir uns einfach in dem Fall angefreundet. Und ich habe auch einfach gesagt, du, wenn mir irgendwann mal was einfällt, wo man vielleicht mal zusammenarbeiten kann, dann melde ich mich so. Ja, und dann eigentlich hat sich das alles hochgesteigert. Dann hatte ich wir wussten halt, die 100. Release von Dynamic steht halt an. Und dann, ob die nicht Lust haben, im GTA-Stil irgendwie das Musikvideo zu drehen, das wäre doch mal schon dann ein Zeichen irgendwie. Und dadurch ist so eine
so eine glückliche Fügung entstanden. Und dieser Ideenaustausch hat sich im Endeffekt so hoch gesteigert, irgendwie, dass dann auch da in dem Fall diese GTA-Geschichte entstanden ist. In erster Linie war halt die Connection zu Sam, und natürlich fanden wir das eine spannende Herausforderung, dann Trial zu haben. Aber wir waren die ersten Menschen von außerhalb, die Teil des Spiels geworden sind. Ich meine, wie abgefahren war das denn? Und bei GTA war Musik immer ein großes Thema. Die hatten ja immer eine riesen Community, was Musik halt angeht. Von daher war das alles nicht so weit hergeholt. Und dafür haben wir auch, also wir auch, haben auch kein Geld genommen dafür, wollten wir nicht. Es war einfach schon ein Geschenk genug, ich zumindest, dass wir halt dabei sind. Ne? Dann jetzt zum Thema natürlich, ja, heutige Welt, Marken, Werbung. Natürlich habe ich auch sehr, sehr, sehr viele Anfragen gekriegt. Ich habe bis jetzt immer dazu Nein gesagt, weil ich denke, in erster Linie bin ich halt Musikbotschafter und kein Markenbotschafter. Also das ist, jeder muss für sich selber entscheiden, irgendwie so, und ich kann es auch vollkommen verstehen, warum andere das machen. Irgendwie ist es ja auch verlockend, aber für mich spielt das überhaupt keine Rolle. So, es ist für mich uninteressant. Ja, ich meine, wenn es vielleicht mal mit Musik zu tun hat, kann man überlegen, ob man das macht irgendwie, aber auch dann, also muss es auch wirklich passen. Als DJ hast du wirklich einen beachtlichen Tourplan, besonders jetzt im Sommer, im europäischen Sommer. Da geht dein Wochenende teilweise am Mittwoch oder Donnerstag los und geht dann bis Sonntagnacht hier, teilweise auch am Montag. Das braucht schon viel Durchstehvermögen und ich glaube einfach auch Lust. Wie gehst du damit um? Ja, also auch wenn man das jetzt nicht diesen Sommer merkt, aber ich spiele weniger. So. Ich versuche wirklich erst Freitag rauszufliegen. So. Es sei denn, irgendwie, es gibt dann so Gigs wie im Destino, wie dieses Jahr, auch 4 Gigs, die ich mache, die dann am Donnerstag schon sind, aber du musst ja nicht rausfliegen, ne? Von daher passt es halt so. Man hat sich natürlich irgendwie das erarbeitet, oder man ist in einer glücklichen Position, dass man natürlich viel mitbestimmen kann. Ne? So, dass man das Routing mitbestimmt, wo man spielen möchte. So. Manchmal, also ich sag mal so, zu 90% klappt das halt. Ne? Morgen fliege ich nach Georgien, Tbilisi, wo ich dann für die Bastiani und Space Hall Jungs spiele, irgendwie eine Open Air machen. Das ist dann mal 5-6 Stunden Flug, den nimmst du halt in Kauf, weil du weißt, aber du spielst für ganz, ganz tolle Leute. So. Und dann in dem Zuge versucht man natürlich dann auch, Samstag macht man Bukarest auf dem Weg zurück. Also man kann so ein bisschen das Routing mitbestimmen. So. Aber klar, egal wie gut man das Routing plant, das ist anstrengend. Das ist, also ich müsste lügen, wenn es halt nicht so ist. Also, aber man ist gesegnet, man ist wirklich, also die Freude, die man jedes Mal kriegt, und die ich auch habe, dabei zu spielen irgendwie, und auch das Feedback von den Menschen irgendwie, und die sich freuen, dass man halt wirklich dann die Stadt oder das Land besucht, das ist schon immens groß. Du hast dich so, in den letzten paar Jahren hast du dich ja auf Ibiza auch so ein bisschen zum After-Hour-König gemausert. Ja. Nicht selten ist dann nicht am Montagmorgens in Pascha Schluss, sondern es geht dann irgendwo noch weiter. Nicht jede Woche, aber schon ziemlich oft. Ja. Kommt es vor, dass ihr was angeplant habt und du aber auch mal sagst, nö, ich kann jetzt wirklich nicht mehr? Gibt's das? Im ersten 2 Jahren war das wirklich krass, muss man auch sagen. Man hat wirklich das ganze Wochenende gespielt, kommt Sonntag zurück. Manchmal kommst du natürlich auch erschöpft zurück. So. Und echt, Gott sei Dank, lief die Party in Pascha halt so toll, dass die mich wieder aufgefangen hat, mir wieder Energie gegeben. So. Und da konnte ich immer loslassen. So. Und dann stehst du da am Ende und alle sind noch total high von der Musik, von den Abenden. Und dann möchte man nicht aufhören, man möchte weitermachen, man möchte diese Momente festhalten. So. Und dann bin ich einfach in so einem, ich möchte nicht aufhören, Modus, was natürlich nicht immer gut ist für meine Gesundheit, aber in dem Moment ist es mir halt egal. So. Ich möchte irgendwie mit den letzten Menschen noch auf der Tanzfläche auch noch weiterziehen. Klar kann ich nicht alle mitnehmen, irgendwie ist dann ein kleinerer Kreis natürlich, aber ich möchte diese Momente so lang wie möglich teilen und reiten, die Welle reiten, solange es geht. So. Ich sage mal so, über die Jahre ist man da jetzt so ein bisschen professioneller geworden, was die Planung angeht, so. Weil ich muss natürlich mehr auf mich achten. So. Und es gibt so ausgewählte Afterpartys, die ich dann im Jahr spiele, wie jetzt in Buenos Aires oder in Tel Aviv oder wo man weiß, man bleibt länger,
Und da hat man auch echt eine coole Leute, eine tolle Zeit, die kann man sich noch mal ein bisschen gehen lassen. Aber so, ich glaube, es einmal wirklich gab es eine Afterparty in Tulum, die dann geplant war, wo ich ein bisschen krank war. So, das war aber auch echt lustig, also krank. Und dann sind wir halt direkt nach dem Gig irgendwie zur Villa. Normalerweise fange ich halt sofort an, sag ich, ey, ich muss mich kurz hinlegen. Ja, so, warte, wie, hier muss ich hinlegen. So, das stimmt nicht mit ihm. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Ne? So. Und dann habe ich gemerkt, ich bin echt krank. Also echt so Schüttelfrost, musste so ein paar Mal duschen. Habe so vier, fünf Stunden gepennt. Und dann dachte ich so, okay, und dann dachte ich so, scheiße, ich kann nicht, ich muss aufhören. Und dann bin ich halt raus ins große Wohnzimmer, so was so offen war alles. Machst du die Tür auf einmal gucken mich halt alle an. Dann hörst du so Geflüster. He's wake up, er ist aufgewacht. Dann so, scheiße, ich kann jetzt nicht absagen. Ist so, okay, ich brauche richtig viel Tee, besorgt mir Aspirin, komm, alles, was ihr habt, so. Und dann habe ich wirklich es geschafft durchzuziehen, den ganzen Tag da mit, glaube ich, 80 Liter Tee. Wirklich total süß und alle haben mir wirklich immer Tee gebracht. Hauptsache, ich höre nicht auf, mach weiter, höre nicht auf. So, solange der Tee war, wussten sie, alles ist gut. So. Wenn du dann deinen langen Sommer mal zu Ende hast, dann kommen ja noch die Partys in Tulum. So. Und das ist so traditionellerweise so ein bisschen das Ende deines Jahres. Ne? Du hast die letzten paar Jahre dann immer so eine Pause gemacht von zwei, drei Monaten. Schaltest du dann wirklich auch mal ab und gehst in Urlaub? Oder was machst du in dieser Zeit? Genau, also eigentlich hört für mich die Saison nach Tulum auf. Es gibt auch wirklich schlechtere Orte, um die Saison zu beenden, muss man einfach mal sagen. Und ja, zum ersten Mal dieses Jahr habe ich nochmal wirklich 3 Wochen rangehängt nach dem Gig. Gleich in Tulum. Nachdem alle abgereist sind, das heißt dann war auch wirklich auch Ruhe. Man hatte wirklich hatte eine ganz tolle Routine. Bin ich richtig runtergekommen, das ist das erste Mal so richtig. Aber es ist halt nie genug. Ne? So, und dann fliegt man halt zurück. Plant halt das Jahr, ja, bin im Studio viel gewesen, an meinem Album gearbeitet tatsächlich, natürlich, wie vorhin schon erwähnt. Aber dass man die Wochenenden jetzt nicht verreisen muss, ne, oder nicht spielen muss, ist natürlich schon Erholung genug und sehr wichtig genug. Aber klar, jetzt könnte mich schon vorstellen, jetzt 2 Monate einfach irgendwo auf einer Insel zu sein, ganz weit weg und gar nichts machen. Aber jedes Jahr sage ich mir, ich brauche ein bisschen mehr Zeit und ich versuche auch ein bisschen auszudehnen. Vielleicht werde ich nächstes Jahr auch 3 Monate Pause machen, ich weiß es nicht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, Mensch, wir sind ja auch nur Menschen irgendwie so. Jeder muss für sich selber entscheiden, muss für sich eine Balance finden, was schafft man, was kann. Muss aber auch nicht immer alles mitmachen. Ne, so. Ich kann mich auch nicht zerreißen, kann auch nicht überall sein. Ne, so. Aber von daher sind diese 2 bis 3 Monate schon wirklich sehr nötig für mich. So. Schlussfrage, passt eigentlich ziemlich gut, denke ich. Mhm. Was denkst du, wird in Zukunft für DJs, für Künstler wie du, so die größte Herausforderung sein? Das ist erstmal eine schwierige Frage, größte Herausforderung. Ich glaube, der digitale Raum, den wir hier erleben, der uns vereinnahmt auch heutzutage, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir Künstler halt haben. So. Weil vor 20 Jahren musste man sich nicht mit sowas beschäftigen. Ne? So. Heutzutage muss ja jeder für sich entscheiden, so, okay, was will man preisgeben? Wie viel Privates will man den Followers preisgeben? Wie gläsern willst du sein? So. Wie geht man mit der Liebe um, die man erfährt? Oder wie geht man auch mit diesen negativen Geschichten halt um? Man ist halt viel schneller angreifbar. Man hat viel schnelleren Kontakt zu Menschen. Ich glaube, das ist so für uns Künstler alle die größte Herausforderung gerade.